So, und Doc Brown erklärt jetzt an dieser Stelle, wie das ist mit dieser alternativen Zeitlinie. Offenbar ist das Zeitkontinuum unterbrochen worden und hat dann diese neue temporale Geschehnissequenz erzeugt, die zur alternierenden Realität führt. Was hat das denn klar? Hier. Ich werde dir das veranschaulichen. Stell dir vor, dass diese gerade hier die Zeit ist. Hier ist die Gegenwart 1985. Zukunft und die Vergangenheit. Vor diesem gewählten Zeitpunkt, irgendwann in der Vergangenheit, wich dieser Zeitstrahl ab und führte zu einem veränderten 1985. Sowohl für dich verändert, als auch für mich und Einstein. Aber es ist die Realität für alle anderen. So sieht's aus. Also so ist das mit der alternativen Zeitlinie. Machen wir das uns nochmal ein bisschen deutlich. Normale Zeitlinie, Captain Kirk wird älter, wird irgendwann Admiral. Oder er reist in der Zeit zurück, trifft sich selbst, es kommt zu einer alternativen Zeitlinie und dort ist er nicht Admiral, sondern Anwalt. Oder, ja, Star Trek an sich ist ja geprägt von Zeitreisen, Spock reist zurück, trifft sich selbst, es kommt zu alternativen Zeitlinien und so weiter. Das kennen wir ja alles schon, Zeitreisen. Wir lieben Zeitreisen. Zeitreisen sind wirklich für Science Fiction geile. Ja. Und das hier wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Wie kommt man denn dann wieder in die normale Zeit zurück? Nein, unsere einzige Chance, die Gegenwart in Ordnung zu bringen, liegt in der Vergangenheit. Am Punkt, wo die Zeit gerade in den Zeitstrahl abknickte. Genau. Um das Universum wieder dahin zurückzubringen, wie es unserer Erinnerung entspricht, und um wieder in unsere eigene Realität zurückzukehren, müssen wir das exakte Datum herausfinden und die spezifischen Umstände wie, wo und wann der junge Biff den Sportalmanach in seine Finger bekam. Wir müssen also in die Vergangenheit reisen und die Vergangenheit verändern, damit wir wieder die normale Gegenwart haben. Ja? Das wird in dieser Episode sehr schön dargestellt, aber aus Zeitgründen kann ich jetzt darauf nicht eingehen, aber meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr, sehr gute Episode, wo es um Zeitreisen geht. Ja, und das hier kann auch nur passieren, wenn man Zeitreisen macht. Oh, großer Gott! Gucken Sie sich das an! Gestorben am 7. September 1885, eine Woche nachdem Sie den Brief geschrieben haben. Aufgestellt im ewigen Gedenken von seiner geliebten Clara. Wer zum Teufel ist Clara? Martin, bitte geh von meinem Grab runter! Entschuldigen Sie. Also das gibt es nur bei Zeitreisen. Geh von meinem Grab runter. Ja? Und mit der Grammatik wird es auch schwierig, wenn wir durch die Zeit reisen können. Sie lieben Musik, aber Sie haben nie ein Instrument gelernt. Und das bedauern Sie heute immer noch. Woher wissen Sie diese Dinge? Sie haben mir davon erzählt. Und zwar in ungefähr 3 Jahren. Sie haben mir davon erzählt. In 3 Jahren. Okay, da müssen wir noch. Ja, und Zeit, so temporale Paradoxien kommen ja öfter vor. Ich lasse einfach Catherine Janeway mal ein bisschen darüber philosophieren. Augenblick, eine Sekunde. Wenn von mir eine Nachricht aus der Zukunft geschickt wurde, die die Vergangenheit verändert hat, dann würde diese Zukunft nicht mehr existieren, nicht wahr? Also, wie könnte ich die Nachricht dann überhaupt geschickt haben? Ergibt das irgendeinen Sinn? Wenn Sie einen Sinn in temporalen Paradoxien suchen, rate ich Ihnen, gar nicht erst versuchen. Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Sie sind eine Borg-Drohne, die versucht, eine Katastrophe, die erst in 3 Jahren stattfinden wird, zu verhindern. In 3 Jahren, 6 Monaten und 2 Tagen. Ergibt es für Sie irgendeinen Sinn? Wie die meisten Zeitparadoxien ist es nicht plausibel, aber nicht unbedingt unlogisch. Eine lange Geschichte. Vielleicht behalten Sie die besser für sich. Oberste temporale Direktive. Je weniger man über die Zukunft weiß, desto besser. Wir sehen uns im 24. Jahrhundert. Also dann bis nachher. Oder sollte ich sagen vorher? Fangen Sie bloß nicht damit an. Ja, leider nur in Science-Fiction-Filmen. Ein paar Schlussbemerkungen. Henry Ford, der US-amerikanische Automobilhersteller, hat mal folgenden klugen Satz losgelassen. Er hat gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und so ist es mit den Zeitreisen auch. Wenn wir immer nur das tun, was wir schon können, nämlich uns in der normalen Umgebung fortzubewegen,
dann werden wir auch nicht weiterkommen. Wir müssen uns dem Problem stellen, wie so oft. Wer hätte schon gedacht vor 30 Jahren, dass in 30 Jahren alles möglich sein kann? Zeitreisen sind aus heutiger Sicht nicht sehr wahrscheinlich. Aber wenn wir nicht daran glauben, dass es irgendwann vielleicht gehen könnte, die Relativitätstheorie hat uns gezeigt, dass es geht, aber wir haben noch nicht die Energie, wir haben noch nicht die Technik, wir haben noch nicht die Zeitmaschine erfunden, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, naja, ich habe ja gezeigt, physikalisch gezeigt, dass es nicht unmöglich ist. Aber ob es sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Wie dem auch sei. Ich glaube nicht, dass es ganz so einfach wird, eine Zeitmaschine zu bauen. Nicht ganz so einfach. Ein bisschen mehr braucht man schon. Aber ich nehme das als Brücke zu meinem letzten Video. Eure Zukunft ist das, was ihr daraus macht. Also gebt euch ein bisschen Mühe. Vielen Dank. Ein tolles Wochenende. Macht's gut.